Waffen, kein Krieg. Saudi-Arabien hat 2016 für 3 Milliarden Dollar Rüstungsmaterial gekauft. Letztes Jahr für 4 Milliarden Dollar. Saudi-Arabien ist weltweit nach Indien der zweitgrößte Waffeneinkäufer. Die grössten Waffenverkäufer, das sind wir, der Westen. Wir haben Saudi-Arabien 98% von seinen Waffen verkauft. Aber es ist natürlich eine schwierige Entscheidung. Frieden auf der einen Seite, Profit auf der anderen Seite. Es geht um Geld. Wie der Liebknecht gesagt hat, Kapitalismus kennt weder Frieden noch Krieg, sondern nur Geld. Geld. Und die Rüstungsfirmen verzeichnen immer bessere Gewinne. Man kann ja dauernd davon lesen. Von dem profitieren wir. Die Rüstungsfirmen die zahlen die Steuern, das kommt uns allen zu gut. Die Aktien tun Gewinn abwerfen, unsere Pensionskassengelder vermehren sich, die Gelder von unseren Banken vermehren sich. Ja, wenn wir weniger Krieg wollen auf dieser Welt, dann kostet uns das etwas. Wenn wir Schweizer wollen neutral sein und für Demokratie einstehen, dann passt es eigentlich nicht so recht, wenn wir Diktaturen und Könige unterstützen. Wir wollen etwas verdienen, natürlich, und jemand ist doch eh ein Opfer, oder nicht? Denkt nicht für ihn so. Also mir kommt dabei immer so eine Anekdote in den Sinn, die ich mal erlebt habe mit einem Schulbub. Ein Schulbub habe ich gesehen, einen anderen die Stegen runterschüpfen. Da bin ich angegangen und habe gesagt, du geht es ja eigentlich noch? Dein Kollege die Stegen runterschüpfen? Und dann hat er gesagt, ja, sie, das ist das Opfer. Hat ich ihn nicht geschüpft? Hat denn irgendein anderer die Stegen runtergeschüpft? Die offizielle Ausrede der Schweizer Behörden war natürlich immer, ja, Saudi-Arabien, das hat eine stabilisierende Wirkung auf die Region dort. Und der König hat ja auch tatsächlich sehr lange Diplomatie verfolgt und war friedlich eingestellt gewesen. Aber in dieser Zeit haben sie trotzdem schon Waffen bestellt. Die Waffen und Flüger, die sie in der Schweiz bestellt haben, das haben sie noch vor dem Krieg gemacht. Und dann haben wir ja nicht können ahnen, dass sie einen Krieg anfangen möchten. Nein, warum auch? Wir haben wahrscheinlich gemeint, die kaufen da die Waffen ein, weil sie ein bisschen damit klöpfen, wie wir am 1. August.